Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia hier und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Film-Review zu Seeker One Shark. Ihr müsst wissen, ich bin nicht das größte Calvin Klein-Fan-Girl, weil die Düfte von Calvin Klein relativ straightforward sind, sehr schnell weggehen, die halten halt nicht lange und halt typisch mainstreamig riechen. Die Shark-Reihe ist allerdings super gut. Sowohl die männliche Version als auch die weibliche Version hier sind einfach so ein bisschen outstanding. Die stechen heraus bei den Calvin Klein Düften, weil die eben halt so ein bisschen mehr Pep haben. So, und bei dem Duft ist so, dass so ein richtig süßer, frischer, fruchtiger Duft mit einer starken Brombeernote unterstützt von Jasmin und Klatschmohn. Was Klatschmohn drin. Jetzt fragt man sich natürlich, wie riecht das? Das riecht so ein bisschen mandelmäßig, milchig, geht so in die Richtung und unterstützt von Vanille. Das rieche ich raus. Also die bärige Note von Brombeer, den Klatschmohn, der uns auch so einen süßen, milchigen Mandelaspekt mitgibt. Jasmin, also leicht blumige Aspekte und Vanille. Da ist angeblich auch noch Kakao und sowas drin. Schmeißt das mal über Bord! Also, die Noten, die am meisten hervorstechen, habe ich euch gerade genannt. Wie riecht das Ding? Das Ding riecht einfach super liebenswert, wirklich so wie so ein sportliches Girl. So ein richtig sportliches Girl, was immer gut gelaunt ist, mit jedem gut auskommt und halt so richtig casual unterwegs ist. So richtig casual, einfach nur ein Top und macht ihr Sieg und Schock drauf und ist ready to go. Wird vor allem geliebt, super sportlich, super lieb. So riecht der Duft für mich. So ein Girl ist das. Also wirklich fruchtig, süß. Mit so einem leichten, blumigen Twist. Aber eben halt sehr, sehr bierig. Ich sprühe den Duft jetzt mal. Ich habe heute schon mal gesprüht, aber gibt noch ein Problem. Der Duft hält nicht so lang. Hält länger als die normalen Calvin Klein Düfte, die teilweise nur 3 Stunden halten. Der hier hält immerhin 6 bis 7 Stunden bei mir, meistens nur 6. Auf der Kleidung hält aber ganz gut, 9 Stunden. Aber auf der Haut eben halt nicht so. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, toller, frischer, bieriger Duft. Tatsächlich für den Sommer. Für den Frühling. Für den Herbst, wo es ein bisschen dunkler, düsterer wird. Für den Winter ist es natürlich nichts. Das ist eher so ein frischer, toller Duft, der einen wirklich aufheitert, gute Vibes mitgibt und einfach was Frisches für den Sommer oder Frühling zu haben. Da ist der Duft natürlich perfekt. Aber in den kälteren Jahreszeiten würde ich den eigentlich empfehlen. Der Duft ist tatsächlich ein guter Duft für Alltag, kann man im Alltag tragen, auf der Arbeit, ist nicht zu aufdringlich. Beim Sport würde ich den tatsächlich sogar tragen. Ist jetzt nicht natürlich der typisch Fresh and Clean Duft, das ist er definitiv nicht, weil er süße Aspekte hat und so unique Twists hat mit dem Klatschmohn, der ganz leichten Kakaonote, die auch ein bisschen mitschwingt. Aber ich finde den Duft ist eher für den Sport, ich weiß nicht. Hat was Frisches, Fruchtiges, einfach was Leichtes, wenn man keine Ahnung hat, welchen Duft man trägt. Seeker One Shark. Kann man nicht immer tragen, außer in super kalten Wintertagen. Wirklich. Toller Duft für alle Fälle, gerade wenn man planlos ist. Ich muss mal irgendwann so ein Video machen. Top 10 Parfüms für alle Fälle, da wäre es auf jeden Fall mit dabei. Schöner, schöner Duft. Für Dates, für Abende, für Discos will ich jetzt nicht tragen, weil die Sillage einfach zu schwach ist. Die Sillage ist so unteres Mittelfeld. Kann man definitiv wahrnehmen, aber ist natürlich nicht so raumfüllend und nach ein paar Minuten, also schon nach einer halben Stunde, ist der Duft schon fast nur hautnah wahrnehmbar. Und natürlich eine Kleidung. Deswegen mein Rat, sprüht es immer für Kleidung oder in die Haare. Da halten die Düfte ein bisschen länger. Ja, und das ist halt das Problem von dem Duft. Hält nicht super lang und
ist jetzt auch nicht super raumfüllend, der Duft. Ist halt eher was Frisches, Fruchtiges für Alltag. Aber da erfüllt dieser wunderschöne Duft wirklich seine Aufgabe. Gut, ihr Lieben, zwei zur Bewertung zum Duft an sich. Wer jetzt so einen frischen, fruchtigen Duft für Alltag sucht, ist hier auf jeden Fall gut mit bedient. Hat Klatschmohn noch dabei, was jetzt auch nicht in jedem Duft drin ist. Kann ich ja hier mal an der Stelle duften und einbleiben. Da werdet ihr noch mehr Duftnoten finden, aber wirklich. Viele Duftnoten kann ich tatsächlich nicht wahrnehmen. Wer was Frisches, Fruchtiges für den Alltag sucht, der ist definitiv an der richtigen Adresse. Ich finde, der Duft ist wirklich toll und der hat irgendwie sowas Liebenswertes an sich. Es kommt durch die Brombeere, durch die blumigen Noten. Ich weiß nicht. So ein bisschen, obwohl der jetzt so ein frischer Duft, süßer, frischer Duft ist, finde ich, hat er auch was, wo man wirklich kuscheln mit möchte. Ich weiß nicht. Es ist wieder so ein kleiner Kuschelduft. Ich weiß nicht. Ich den Duft so rieche, hat schon wirklich was Liebenswertes an sich. Wenn das eine Frau trägt, dann möchte man einfach umarmen. Ich weiß nicht. Das ist halt schon ein teurer Duft. Und das schafft nicht jeder Duft, dass ich solche Gefühle habe. Von daher ist es ein Duft, der von mir 8 von 10 Punkten bekommt. Ist jetzt nicht der absolute Oberburner, wo ich jetzt sage, wow, diesen Duft hat man noch nicht gesehen. Es gibt keinen Duft, der nur ansatzweise so riecht. Das nicht. Aber es ist ein toller Alltagsduft, den man einfach nur gern hat. Und deswegen 8 von 10 Punkten. Die Performance, die Haltbarkeit des Duftes ist 6 bis 7 Stunden, kriegt von mir 6 von 10 Punkten. Ist halt, ich weiß nicht. Ich hätte mir da mehr gewünscht. Aber Calvin Klein. Für die Calvin Klein-Verhältnisse hätte er lange. Wenn er es mit Nummer 1 nicht gewonnen vergleicht, hätte er dreimal so lange. Von daher, für Calvin Klein-Verhältnisse gut. Aber overall nicht so pralle. Die Sillage des Duftes, das untere Mittelmaß, wie gesagt, kriegt von mir auch so 5,5 von 10 Punkten. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, aber wie gesagt, es macht den Duft halt perfekt für den Alltag. Wenn nicht so aufdringlich ist, kann man sogar im Sport tragen, wenn so ein süße, frische Vibes noch haben möchte. Und nicht immer nur fresh and clean oder zitrisch riechen möchte, so typisch Light Blue oder so. Oder Aqua di Gioia. Das wären so typische fresh and clean Düfte. Da hätte man nicht unbedingt einen Twist beim Sport. Und aufdringlich ist er definitiv nicht. Von daher hat auch manchmal seinen Vorteil, wenn die Sillage nicht so hoch ist, aber ja. Ich würde behaupten, für so einen Schock. Wenn da schon Schock draufsteht, man will geschockt werden, wäre da mehr drin gewesen. Deswegen, gerade weil das Branding so ein bisschen in your face ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, ihr Lieben, ich würde heute Destillage 5,5 von 10 Punkten geben. So, zum Flakon. Flakon ist ganz süß. Ihr wisst ja, ich liebe die Kombo aus Pink und Weiß. Die Schrift ist schön in Pink und sonst relativ simpel gehalten. Einfach weiß. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass hier kein Deckel drauf ist. Aber es ist schon bei Calvin Klein. Ja. Simpel. But good. 6 von 10 Punkten. Finde ganz süß. Einfach mit dieser Pink-Weiß-Kombo. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch nicht schlecht. Ich glaube, den Duft in höchsten Ausführungen, wie ich ihn habe, kostet 20 Euro. Dafür mal wieder einen tollen, frischen Alltagsduft. Mit so einem süßen, verspielten Twist. Und das finde ich cool. Von daher, Preis-Leistungs-Verhältnis 8,5 von 10 Punkten. Und insgesamt kriege ich das Parfüm von mir auch 8 von 10 Punkten. Denn ich finde, hier hat Calvin Klein wirklich einen Duft geschaffen, der relativ unique ist.
zur Bratduft nun gehört. Tolle Rauchstiche wie die Brombeernote, Sibiri, fruchtige Note, dann mit dieser jungen Klatschmohnnote und dann halt so typische Sachen, die einfach nur liebenswert sind. Leichte Kakaonote, dann halt ein bisschen Vanille, Jasmin, und sowas liebe ich halt. Und das ist hier drin. Ich weiß nicht, ich finde den Duft toll. Und das Parfüm logischerweise auch. Nur ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es noch so 1-2 Stunden länger hält. Siasch muss ja nicht raumfüllend sein. Wenn ich Räume füllen möchte, sprühe ich mir Alien auf oder Baka Rouge. Aber wirklich, die Haltbarkeit ist das, was am meisten enttäuscht. Trotzdem, 8 von 10 Punkten, ich mag das Parfüm. Wo ich das tatsächlich neu hatte, habe ich das so oft gesprüht. Ich habe mein Bett damit eingesprüht. Ich habe mich mehrmals damit eingesprüht, weil es halt erfrischend ist und weil es sich lebenswert hat. Und einen so ein bisschen so einen schönen Schleier gibt, den man einfach nur umarmen möchte. Ich weiß nicht. Ist ein toller Alltagsbegleiter, wirklich. Und deswegen habe ich das Parfüm lieb geworden. Ich würde sagen, das Parfüm ist eher ein bisschen was für jüngere Girls. So 14 bis 25, ja, sagt die, die fast 27 ist, ich weiß. Stell mir da halt eher ein jüngeres Girl vor. Wenn du Duft magst, kannst du natürlich auch mit 60 den Duft tragen. Nur so von der Vorstellung des Duftes ist das halt ein junges, sportliches Girl. Super gut gelaunt ist und normal gekleidet ist. Jeanshose, Chucks, ganz normal weg. Kein Kleid, nichts Elegantes. So riecht der Duft für mich. Verspielt, süß, anliebenswert. Das ist das, was du hier bekommst. Und ja, Jahreszeit habe ich schon zusammengefasst. Wie gesagt, das ist eher für mich ein Frühlings- und Sommerduft. Eventuell noch Frühstadium vom Herbst. Aber wenn es dann kälter wird, dann gibt das vielleicht bessere Films. Gut, ihr Lieben. Falls ihr den Duft kennt, andere Düfte von Calvin Klein, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Kann man gerne drüber diskutieren. Das war mein Review zu Seeker One Shock for Her. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!